Arik und seine Gefährten sind immer noch in Breitejaman, dem Hof der Büßer, und haben hier gerade mit Iovara Xensios gesprochen. Karte? Ja, ich war hier überall. Glaube ich, oder? Nee, gestern ein Stück weiter. Aber Arik hat ja was bekommen. Ein neues Talent. Oh, wie hieß das? Ah, jetzt habe ich vergessen, wie das hieß. Das war's nicht. Nee. Muss hier was gewesen sein? Ratschlag? War das Ratschlag? Nein. Schritte zum Rat. Es war Schritte zum Rat. Ich bin mir ein bisschen sicher. Einmal pro Ruhephase. Der Wächter gibt seinen oder ihren Feinden durch die Verdrängung ihrer Seelen einen kurzen Blick in das Nachleben, was sie vorübergehend lähmt und sie erkrankt zurücklässt. Aha. Okay. Ja, nicht verkehrt. Ah, ich schau dich mal ein bisschen um. Hier oben ist noch ein Töpfchen mit einmal Tar und Ratara und ein bisschen Kupfer. Die arme Iovara, auweia. Irgendwie tut die mir leid. Hier ist noch ein Trümmerhaufen mit einmal Rastvorräten. Das ist nicht schlecht. Was ist hier? Einmal Ritual der verborgenen Wunder, Sagani. Bisschen Kupfer auch noch dabei. Ach, hier geht's runter. Karte. Ah, verstehe. Ja. Gut, dann gibt's gar keinen anderen Weg. Und Alot und Eder haben Gesprächsbedarf. Auweia. Die machen sich jetzt auch so ihre Gedanken. Also dann, liebe Helden. Geht mal hier hin und jetzt machen sich die Helden hier noch ein kleines Feuerchen und rasten ein bisschen, um die Zauber wieder aufzufüllen. Und dabei spricht Arik mit Alot. Alots Gesicht ist vor Wut und Verzweiflung ganz verzerrt. Man hat uns angelogen, unser ganzes Leben und viele Leben davor. Und das hat uns dazu verleitet, unseren Glauben in einen Pantheon von Göttern zu legen, die ihn zu keiner Zeit verdient hatten. Und Arik kann ja mitschimpfen, leidenschaftlich. Tja, stoisch nein. Grausam nein. Tja. Ja, vielleicht ist Arik auch leidenschaftlich. Er findet das auch ziemlich ätzend. Wenngleich diese Wortwahl hier ein bisschen sehr theatralisch ist, aber trotzdem. Das ist ein Frevel, Leute so hinters Licht zu führen. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Alut kratzt sich am Kinn und starrt im verdunkelten Gefängnis auf einen weit entfernten Ort. Du hast recht. Die Leute wären wohl besser dran, wenn sie ihren eigenen Weg fänden, als weiter dieser Farce zu folgen. Außerdem haben die Götter nicht gerade viel getan, um uns daran zu hindern, uns gegenseitig abzuschlachten. Wenn überhaupt, dann haben sie uns Vorwände dafür gegeben. Und Eder, anscheinend haben sie das letzter Zeit alle gemacht. Und Alot schaut aus seinen Augenwinkeln zu dir zurück. Ich habe mir auch das Folgende überlegt. Wenn du mit Taos fertig bist, falls ich dich richtig einschätze, dann wird nicht mehr viel von ihm übrig bleiben. Sein Mundwinkel zuckt zu einem schiefen Grinsen. Das wird den bleiernen Schlüssel seines Kopfes berauben. Vielleicht ist es das Beste, dass es so bleibt. Und Arik sagt, mach, was du für richtig hältst. Alot nickt einmal. Dann wollen wir Taos gegenübertreten. Wenn das hier alles vorbei ist, werde ich dafür sorgen, dass niemand seine Ungerechtigkeiten wiederholen kann. Und dann... Eder? Überbietet das nicht alles? Hier war ich also und stellte mir all diese Zeit die Frage, ob all diese fürchterlichen Dinge die Fehler der Sterblichen oder der Götter seien. Wie sich herausstellte, könnte es sich dabei um dasselbe handeln. Ich frage mich, wie es wohl gekommen wäre, hätte man den Redkeranern vor 15 Jahren gesagt, dass ihr Gott irgendwo in einer Schmiede oder in einem Brennofen gefertigt wurde. Wären wir immer noch in den Krieg gezogen? Tja. Option 3. Darüber nachzudenken, was wir nie erfahren werden, macht keinen Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass diese Rebellion dennoch stattgefunden hätte, aber ich weiß nicht, ob sie eine Invasion unternommen hätten. Eder blickt zu Boden und trommelt mit seinen Fingern unruhig gegen seine Seite. Als er fortfährt, scheint er halb zu sich selbst zu sprechen. Ich weiß es nicht. Sein Blick bleibt nach unten und in die Ferne gerichtet. Als Woden in den Krieg aufbrach, hatten wir... Eder beginnt fast zu weinen. Er atmet langsam ein.
Wir hatten eine Auseinandersetzung unter Brüdern. Um was ging es? Darüber, dass er in den Krieg zog. Eder blickt zu dir hinauf. Er war richtig erpicht darauf, aber meine Eltern warnten ihn. Sie sagten, bei jeder Reise über die Grenze sähe man ein neues Land, aber seinen Gott, den hat man nur einmal. Ich selbst wusste nicht, wer recht hatte. Ich wusste nur, dass ich nicht wollte, dass er geht. Eder beißt sich auf die Unterlippe. Mit Familien verhält es sich wie mit Göttern. Hat man nur einmal. Ich sagte ihm jedes bösartige Ding, das mir in den Sinn kam, und versuchte, ihn umzustimmen. Er aber wies alles ab. Dass er so ruhig blieb, machte mich natürlich nur noch wütender. Er sagte, ich solle mit ihm kommen, aber dass er verstünde, wenn ich das nicht wollte. Ich sagte ihm, dass er eines Tages besser in der Lage sein sollte, seinem Gott ins Antlitz zu schauen und ihm für seine Taten Rechenschaft abzulegen. Er sagte, das würde er in Erinnerung behalten, und dann war er weg. Eder schweigt einen Moment lang. Es dauerte Monate, bis ich mich beruhigt hatte. Eines Morgens wurde mir bewusst, dass mein Bruder immer besser über alles Bescheid wusste und dass ich bei ihm sein sollte, wenn er sich so sicher war, was er tat. Am selben Morgen noch packte ich meine Sachen und machte mich auf den Weg. Was ich natürlich nicht wusste, war, dass er seine Meinung bereits geändert hatte. Zu jener Zeit lag er nämlich schon tot auf dem Schlachtfeld. Glaubst du, dass er wegen dem, was du zu ihm gesagt hast, zu Weitwen ging? Das ist unlogisch. Wenn du also mit ihm gegangen wärst, hättest du gewusst, warum er seine Meinung geändert hat. Wäre ich zusammen mit ihm aufgebrochen, wären wir jetzt beide tot. Also weiß ich nicht, warum ich darüber nachdenken sollte. Letzten Endes fand ich meinen eigenen Weg, und es war nicht der meines Bruders und auch nicht der meines Gottes. Ich weiß nicht, ob es richtig war, aber ich konnte nicht ertragen, was Weitwen seinen eigenen antat, Gott oder nicht. Ich bereue es nicht. Ob es nun Weitwen war oder Eotas, nun, nach dem zu urteilen, was wir gerade gehört haben, scheint es kaum eine Rolle zu spielen. All diese Fragen, die zu beantworten ich mich bemüht habe, Eder schüttelt den Kopf. Ich glaube, ich vermisse nur meinen Bruder. Er lächelt leicht, und als er ausatmet, scheint die Luft seiner Lunge etwas unbeschwerter zu verlassen. Oder kann Arik noch sagen, glaubst du, dass er wegen dem, was du zu ihm gesagt hast, zu Weitwen ging? Das ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Wenn man in einem Ort wie Goldtal lebt, dann hat man nicht viel mehr zu tun, als über Dinge nachzudenken, über die man eigentlich nicht nachdenken will. Ich hoffe nicht, dass das der Grund war. Ich hoffe, dass er dorthin ging, weil er es für das Richtige hielt. Es scheint aber so, als ob ich es nicht erfahren soll. Weggehen, lass uns aufbrechen. Ha! Gib trotzdem noch ein Durcheinander, in das wir Ordnung bringen müssen. Also komm schon, ich schulde dir noch was. Der ist nicht unterzukriegen. Und die Helden rasten mal. Mit einem Bonus auf... Ach, Schadensreduktion ist okay. Und dann gibt's hier das nächste. Mal Campingbedarf. Karte. Und dann bin ich hier in Breit-Eermal im Hof der Büßer fertig, würde ich mal sagen. Und es geht runter. Erinnerung der Alten. Betritt Sonne im Schatten, habe ich gemacht. Suche nach Taos. Darum geht's und es ist dunkel. Ja, Schatten ist hier wirklich genug. Helden. Schleicht mal. Karte. Das ist was Größeres. Ich sehe hier hinten irgendwas. Irgendwas Undefinierbares. Na dann. Und wer sagt da was? Da sagt Eder. Ich sehe nicht viel, aber ich höre ein Geräusch wie ein Schwein, das am Futter erstickt. Also scheint zumindest Turanz noch zu atmen. Das ist besonders lustig, da in meiner Gruppenaufstellung Turanz direkt hinter Eder läuft. Ich höre ein Geräusch wie ein Schwein, das am Futter erstickt. Woraus wir lernen, dass Eder schon mal ein Schwein gehört hat, das gerade am Futter erstickt. Ja, was man in Goldtal nicht alles lernen kann. Neben Valaruna, der Milchmarkt. Aber bevor ich noch länger auf Eders alten Geschichten rumreite, geht's mal hier weiter zum Töpfchen. Da drin ist ein Trank der großen Ausdauer. Und der geht zu Alot. Da ist ein Aschendings da. Oh, zweimal Ta und Ratara, einmal Ring der sengenden Flammen.
Ist der hier gelandet? Moment mal, wo ist das gelandet? Ring der sengenden Flammen, wo soll das denn sein? Nee. Ach, hier ist der. Der Ring gibt verbrennende Wunden dreimal pro Ruhephase. Das ist schön, aber ich glaube, ich habe genug Ringe. Obwohl, Moment mal, was machen denn verbrennende Wunden eigentlich? 5 Brennenzeitschaden bei Treffer für 20 Sekunden. Ach, das ist Quatsch, das werde ich nicht benutzen. Weg. Dann ist da die nächste Asche-Figur. Nee, die ist gar nicht anklickbar. Und da ist irgendwas orange. Nein, was ist das? Lila leuchtendes. Ich glaube, Arik hat gerade den Lichtschalter gefunden. Alot sagt, Bruder Arik, du steckst voller Überraschungen. Was? Nein, Arik steckt voller Seelen von Hylea. Und Sagani, schau dir noch an, wie groß das hier ist. Und Duranz, nun beleuchten wir unseren eigenen Weg, Wächter. Und Eder, kannst du das nochmal machen? Ich hatte etwas im Auge, ich habe es verpasst. Ach, Eder. Ja, also ein bisschen Licht ist jetzt hier in Sonne im Schatten. Habe ich was vergessen da unten? Ach so, hört mal auf zu schleichen. Ich glaube, hier hinten ist nichts. Das hätte mich jetzt schon angefallen. Nee. Dann. Oh, diese Figuren, die hier standen, die sind weg. Und hier liegt irgendeine Leiche. Hier liegen überall Leichen. Ah, vielleicht doch mal lieber schleichen. Weniger aus Angst vor Feinden, mehr um vielleicht noch irgendwas Verstecktes zu finden. Da vorne, da ist wieder so eine Asche, also so ein Ascheüberrest. Mit zweimal Diamant. Hier geht's nicht weiter. Da drüben ist was. Ja. Und das bleibt auch da drüben. Und hier. Pilzchen. Vorsicht. Ein Räumchen mit so einem Ascheüberrest. Einmal Topaz, einmal Stiefel der Geschwindigkeit. Ihr da. Kommt mal bitte dazu. Arik, was ist das? Stiefel der was? Stiefel der Geschwindigkeit plus 3 Bewegungsgeschwindigkeit. Werde ich nicht benutzen. Und tschüss. Und während die Helden hinterherkommen, entdeckt Arik einen engvitanischen Schatten. Was ist der Unterschied zwischen einem engvitanischen Schatten und einem normalen Schatten? Das weiß kein Mensch. Oh, doch. Der humpelt. Kommt ihr mal? Ach so, ihr bleibt stehen, weil Arik einen Gegner entdeckt hat. Ja, das ist irgendwie richtig. Dann kann ich die Gelegenheit nutzen, um mich hier mal richtig schön aufzustellen. Da kommt Arik hin, jawohl. Da kommt Eder hin. Palegina ist im Fernkampf. Ja, mehr muss ich gar nicht machen. Arik, du wirst mal locken. Ja. Und in den Nahkampf. Und stopp. Kommt der alleine? Wie der aussieht, der hat doch so einen roten Kopf da irgendwo. Attacke. Komm mal hier nach vorne, Duranz. Mach mal den heiligen Glanz. Alot, haut mal die arkanen Geschosse raus. Nein, die arkanen Explosionen. Und nochmal Duranz schießen. So, der wäre weg. Nummer 2. Ach komm, Arik, dann leg dich halt mit dem da an.
Ach, der ist schon weg, der zweite Attacke. Okay, also irgendwie thanische Schatten sind nicht schwierig. Und ich finde dreimal Geistesrest. Und weil ich jetzt weiß, dass hier Gegner sind, geht's schleichenderweise weiter. Hier vorne einen Topaz plündern. Hier ist es wieder dunkel. Oh, ein angeketterter Drache. Noch einer. Also vielmehr die Überreste von angeketteten Drachen. Was steht da? Gar nichts. Ist das noch zu dunkel, um das zu lesen? Gibt's hier... Ach, da. Da ist wieder so ein lilaner Funke. Ich erinnere mich dunkel daran, dass hier Gegner sind. Wenn das so wäre, dann sollten die anderen Helden da unten sich mal aufstellen. Weil Arek sonst gleich ein tierisches Problem hat. Geh du mal dahin. Paligina im Nahkampf mal dahin. Itumak mal dahin. Duranz. Alot und... Nee, da ist er gar nie. So, Arek. Trau dich. Nächster Lichtschalter. Ja, da ist was. Ja, da ist ziemlich viel und Arek steht mitten drin. Das sind alles irgendwie thanische Schatten. Was bist du, ein Schattenjungdrache? Ja, Arek. Ich hätte gerne, dass du dahin läufst. Irgendwie. Du schleichst ja, hör auf zu schleichen. Dahin. Dahin. Nicht hängen bleiben, sehr gut. Und das sind Schatten, die mögen bestimmt kein Feuer. Deswegen, zack, Feuerwand. Und hier gibt es mal diese Rüstung des Glaubens. So, Arek, leg dich mit dem an. Eder, hol dir mal den daran. Sagani schießt auf den. Alot ist ja jetzt wieder frei und... Probiert's mal mit den abprallenden Fluggeschossen. Von Duranz habe ich die Rüstung des Glaubens. Ja, die habe ich. Von Duranz hätte ich gerne ein scheinendes Leuchtfeuer natürlich. Da drauf. Sagani schießt. Paligina bleibt an Ort und Stelle stehen. Duranz, was wird denn das? Dahin. Duranz. Geh sofort zurück. Da ist dein Platz. Was ist denn immer so schwierig? Ich habe das doch schon so nah hier dran in Auftrag gegeben. Ein scheinendes Leuchtfeuer. Kann doch nicht so schwierig sein. Arek treten, das kann auch nicht so schwierig sein. Und von Alot gibt's einen arkanen Angriff. Ja, die haben ein scheinendes Leuchtfeuer drauf. Das sollte gut helfen. Dann das da noch. Den heiligen Glanz. Von Alot gibt es noch so eine arkane Explosion da drauf. Und dann ist doch fast nur noch der Drache übrig. Du rannst zurück. Und Alot. Die sind alle schwer verletzt. Ja, das geht. Ich glaube, die heilen sich nicht. Alot, hau mal da auf den Drachen was drauf. Beziehungsweise... Ach ja, mach's mal. Und Duranz? Du schießt auch auf den Drachen. Sagani, setze dein Mal auf den Drachen. Paligina, wenn keiner was von dir will, dann gehst du auch in den Nahkampf. Nein, in den Fernkampf und schießt auf den Drachen. Und Itumak wartet noch. Ah, er kann Wunden. Und die Gegner stehen in Reihe. Pech gehabt. Und Eder läuft nach vorne. Ah! Eder! Stopp! Hörst du wohl auf, nach vorne ins Feuer zu laufen? Was könnt ihr doch machen? Attacke. Attacke.
Sargani, die guten Schüsse. Alut, mach mal den da. Hat eigentlich der, die das nekrotische Lanze was gebracht? Nein, die verfehlt. Okay. Aber der ist auch schon schwer verletzt, warum auch immer. Hat er etwa auch was abbekommen vom Leuchtfeuer? Oh, kann sein. Bumm, Schatten weg. Alle mal hier auf den letzten kommen. Arik einmal treten. Und weg. Und auf den da. Und Arik steht im Feuer, hat jede Menge Wunden. Und liegt auf dem Hintern. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Palegina tötete Schattenjungdrache. Glückwunsch, Palegina. Was habe ich hier? Moment mal. Hier zurück. Zurück. Mal plündern. Ich finde 6 Geistesreste. Das war alles. Schleich mal. Karte. Das hier ist eine Wächterkuppel. Was auch immer eine Wächterkuppel sein soll. Was ist das hier? Ein Weg der Seelen, der eigentlich geradeaus geht. Aber dann ist hier ja die Brücke kaputt. Das hier ist also eine Wächterkuppel. Als hier noch Schatten war, standen hier ganz viele Ascheüberreste. Oh, hier. Lupe. Zwischen deinen Fingern brechen kreidige Knochenstückchen ab. Das ist vom Drachen. Also irgendwie verändert sich das, wenn man hier das Licht anschaltet. Und es ist auch nichts zu finden. Nirgendwo. Bisher. Arik, was hast du gerade im Schleichen? Heimlichkeit 11, das sollte eigentlich reichen, oder? Ich kann es sowieso nicht ändern. Wenn hier was wäre, dann finde ich es halt gerade nicht. Und das ist auch gar nicht so schlimm, weil das Video ist jetzt zu Ende und weiter hier in Sonne im Schatten geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.